Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaft Simulator Force Mod Let's Play zusammen mit Markus. Ja, servus Leute. Ja. Ja, wir sind fleißig. Ja, ich noch nicht. Ja, Ich weiß noch, übliches Problem beim Abspeichern, tun die Geräte Dinge. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache, dass ich da jetzt. Entweder ich lade noch mal komplett abgeschwind. Wo ist mein Controller? So. Weil ich glaube, ich komme sonst überhaupt nicht mit. Irgendwie sind halt weg mit den ganzen Sachen. Oder. Was, wenn man ja, es gibt eine kleine traurige Nachricht, fällt mir gerade ein. Es gibt noch keine neue Version vom Force Mod. Das Ganze verschiebt sich etwas, weil einer vom Force Mod Team gerade nicht so viel Zeit hat. Ja. Ja, das ich könnte jetzt man nicht vielleicht so mal vorneweg. Nö, schlimm ist es nicht. Aber es ist ein bisschen schade, obwohl wir brauchen ja eh nicht diesen großen Wagen. Machen wir es jetzt. Warte mal, wenn wir zurücksetzen, fliegen dann die Bäume runter vom Hänger? Müssten ja. Das heißt, die fliegen, glaube ich, einfach in die Luft. In die Luft oder nur runter? Ich glaube, in die Luft. Na, dann lade ich's ab. Letztes Mal sind sie auch in die Luft geflogen, aber da. Nein, da war der Hänger in der Luft. War der denn so hoch? Ja. Der war schon gigantisch hoch. Ja, ich würde gucken, dass du den ablädst und wieder ordentlich auflädst. Dann hast du es am Stresspreis. Ja, dann muss man vielleicht nachher ganz kurz helfen, da irgendwie die zwei Maschinen da rauszupacken. Ja. Weil ich stehe ja mit dem MP-Truck oben auf dem Hänger drauf. Boah, ich kassiere da nicht einmal wieder Greifer zugreifen kann gerade. Jo. Bald sind wir fertig da. Ich habe noch immer, halt, wir haben noch gleich noch immer beide keine so richtige Ahnung, was wir danach machen, nachdem. Ja, wobei das dauert ja auch alles noch ganz schön. Naja. Wir haben uns ja dann schon eigentlich mehr oder weniger jetzt fest überlegt, beim LS15 werden wir die Forstmaschinen spielen. Halt den Harvester und den Forwarder und was dazu gehört. Dass wir eigentlich so wie hier erstmal mit einem kleinen Let's Play starten, gucken, dass wir alles mal ausprobieren. Ja, und dass wir die Funktionen herzeigen von den Maschinen. Ja. Und wie man was machen muss. Es ist zwar noch nichts Genaues bekannt, wie welche Maschinen noch kommen oder was man alles machen kann und was man alles machen muss und bla bla. Aber dass man das vorstellt, weil ich habe schon von vielen jetzt auch gehört, von meinen Zusehern oder auch von deinen gerade, dass sie jetzt sagen, ja, sie bekommen nachher den LS erst zum Nikolaus oder so irgendwas. Oder zu Weihnachten. Zu Weihnachten. Und dass ihr nachher sozusagen voll loslegen könnt. Dann wollen wir mal ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Ein bisschen Tutorials machen, eine Art. Forstmod-Tutorial vielleicht so ja, weil es ist doch für LS spielen doch relativ viele junge Zuseher einfach und da geht es halt nicht so einfach mit dem Spiel gleich mal kaufen oder so, wobei da ist LS ja noch ziemlich gnädig mit den unter 30 Euro. Also wenn ich mir überlege, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe schon lange kein Spiel mehr gekauft, was über 50 Euro gekostet hat. Irgendwie ist mir das Spiel meistens nicht wert, weil ich mir denke, gerade wenn ich an LS denke oder an Minecraft denke, wie viele 100 oder 1000 Stunden ich da gespielt habe und das Spiel hat einfach dann im Vergleich fast nichts gekostet, als wenn man das jetzt mit, was weiß ich, Battlefield für 60 Euro vergleicht, wo ich dann vielleicht 20 oder 30 Stunden gespielt habe. Ja, ich habe halt die letzten Spiele, die größeren, was ich mir gekauft habe, habe ich mir meistens über MMOGA oder sowas gekauft. Ja, da sind es ja auch und dann schon hast du ja auch schon nochmal um 15 Euro oder sowas gleich mal günstiger. Ja. Und das macht dann schon einiges aus. Halt Vollpreisspiele, weiß nicht. Ich kaufe mir auch keine Spiele mehr im Handel, ich weiß nicht. Ich habe mir schon ewig, okay, was ich mir im Moment echt überlege, ob ich mir Gran Turismo 6 für PlayStation 3 hole. Ja, da muss das. Kostet mittlerweile nur noch 15 Euro. Da muss das ja sowieso so holen, weil anders, da gibt es ja gar nicht. Gibt es über dem PlayStation Store? PlayStation Store, ja, gibt es. Aber da müsste ich mir so eine PlayStation Network-Karte holen. Auch wieder so eine Karte, oder? Ja. Das geht ja nicht bei. Gibt's, oh ja, bei PC. Kreditkarte geht, glaube ich, noch. Geht's auch nicht, geht's nicht bei PayPal-Konto? Kann sein, weiß ich nicht. Mit PayPal habe ich ehrlich gesagt gar keine Erfahrung. Habe ich selber nicht. Ja, ich habe mir jetzt eins eingerichtet einmal. Vor ein paar Tagen. So. Anhänger ist leer. Der Anhänger würde ja nicht einmal so schlecht dastehen, oder? Naja. Weiß ich nicht, ich bin hier gerade am Räumen. Ich lade mal die da auf, vielleicht geht das dann irgendwie. Dann müssen wir kurz mal wegfahren. Oder so. Ja, wird schon irgendwie gehen. So.
Ja, halt, wir haben geplant jetzt das Projekt so bis, weiß nicht, 31., 30., also Ja, kurz halt vor ungefähr so um den Release herum. Release herum fährt halt zu machen. Es wird dann noch, was man halt was nach dem Projekt, halt nach dem Kahlschlag gegeben wird, müssen wir sich noch überlegen, halt es wird sicher noch, weiß nicht, keine Ahnung, 15 Bart sicher so sein. Ja, ihr könnt das ja, glaube ich, hier ganz gut abschätzen, wenn ihr regelmäßig zuschaut, wie lange wir für was brauchen. Und dann haben wir noch so, Pi mal Daumen, sind es noch, wie viel haben wir gesagt, 46 Tage oder sowas jetzt bis zum heutigen Tag, bis Ja, zum bis zum Release, also LS-Release. ungefähr irgendwie 7,5 Wochen oder sowas. Und da ist es ja, müssen wir mal schauen, wie wir das machen, ganz genau. Wann wir was machen können oder wie wir es machen nachher. So. Bin auch schon echt auf die DLCs gespannt, die im Laufe der Jahre dann beim LS15 kommen. Meistens sind es ja drei oder vier so ungefähr. Ja. Meistens zwei, oder eigentlich ja, zwei große waren es, eigentlich beim 11er und beim 13er. Und dann halt die kleinen Sachen. Ja, Halt, ich ich bin sehe jetzt gespannt, ob Marshall sie. als kleines DLC und Titanium als großes. Ich bin auch gespannt, ob sie, was sie an kostenlosen DLCs zum Release dazu bringen. Weil zum Beispiel das Klassiker war ja beim 11er als kaufpflichtiges. Ja, wobei Und das Klassiker, ich weiß nicht, ob du das jetzt weißt, also das Klassiker war ja eigentlich diese Geschichte mit den Spenden für den Dedicated Server. hä? Hast, weißt du das? Nein. Also die haben gesagt, okay, wir brauchen hier diese, ich glaube 15.000 waren es, ne? Ja, das weiß ich noch. Und die haben sie zusammengekriegt, relativ zügig, glaube ich sogar. Nein, nein, das hat lange gedauert. Ehrlich? Ja, Auf das jeden hat. Fall haben sie dabei geschrieben, dass wenn das erfolgreich beendet ist, hauen sie die Klassiker für den 13er raus. Und das haben sie dann gemacht. Die waren Okay. ja nicht ab Release da, Ich hätte sondern gedacht. erst irgendwann im Herbst kamen die, im Frühling Im kamen die, Mai Frühjahr, rum. stimmt, im Frühjahr kamen die erst. Ja. Aber war nicht irgendwas beim Release auch dabei? Nein. Es gab relativ schnell drei, vier Mods, den 77, den GTA und den Fortuna Kipper. Den Nee, warte, ETV wird noch es dann nicht auch noch Fortuna. geben. Der ist Glas eigentlich Karat. Glas Karat. Dann den Quantum hat es auch relativ schnell geben. Den Glas Quantum Ladewagen. Ja. Und den ganz großen, den Vierkreisel Schwader hat es auch schnell gegeben. Von Klaas. Von Glas. Gibt einen Glaskreisel Schwader auf der Originalseite. Weiß ich Und gar dann kam nicht. natürlich die Surgewichte. Oder Sör, Die oder wie die heißen. ja. Ist ja irgendein schwedischer Hersteller. Ja. So wie ich Die das haben ja relativ mitbekommen habe. viel skandinavisch-schwedische Sachen jetzt im LS. Ja, wir auch, darum haben sie wahrscheinlich auch die Map gemacht. Finde ich auch eigentlich cool, weil das ist eine. Ich kenne keine skandinavischen Maps. Die meisten sind Deutschland, halt irgendwelche großen landwirtschaftlichen Gebiete in Deutschland. Oder halt so was Bergiges, Österreich-Schweiz. Dann halt USA ist immer ein Thema, Australien, die Sachen. Kanada auch. Kanada habe ich noch keine mehr gesehen. Kanada gibt es auch. Big Canadian Farm oder so heißt die. Die Okay. ist auch vierfach. Das sind nur drei Felder oder so, aber halt riesige Felder. Die ganze Map ist im Prinzip Feld. Okay. Auf jeden Fall skandinavisch, muss ich sagen, kenne ich keine einzige Map. Ja, was ich halt. Polnisch ist immer ein gutes Thema, fällt mir Polnisch ist gerade noch auch, aber ein. das ist halt auch eher große Felder und so. Obwohl Ja, habe oder ich. Polnisch ist, weiß nicht, so halt so ein bisschen runtergekommener, sage ich mal. Dann ehemalige DDR ist auch immer beliebt. Ja. Na, ich bin wirklich gespannt. Und ich bin auch gespannt, Find's gut, damit was haben jetzt die der echt was kleine Neues gemacht. kleinste Drescher wird. Halt Ich von glaube, der Sampo ist Oldtimer-mäßig. das. Der hat 5 Meter oder 4,5, ne? Ja, aber das wäre jetzt zu groß für schon für den Anfang, weil sonst hast du ja immer Ich habe angefangen das mit einem Gefühl, die wollen Fahr. die Oldtimer komplett rausnehmen. Es gibt noch keinen Oldtimer-Teil. Oh ja, den Was Hurley. denn? Hurley? Ja, weiß Der nicht, aber ist das, relativ weiß nicht. alt. Als Start-Oldtimer, also wenn ich an den Elfer denke, da würde ich mir schon was ohne Kabine wünschen, was wirklich nur maximal 80 PS hat. Okay. Und nicht ein Hurley mit 150. Ich habe keine Ahnung, wie viel der hat, habe ich nicht nachgeschaut. 150 hab nachgeschaut. Halt, das ist Bürgerniveau im Endeffekt. Ja, das ist eigentlich ein neuer Bürger. Also, dass ich denke mal, dass der Hurley beim Start kommt. Vielleicht den T3, den kabinenlosen New Holland. Das Den werden stand sie bestimmt auch Same. noch releasen. Der Ich Sam hat 190 PS, der ist relativ groß. Na, nicht der Same, der, wie heißt der Kabinenlose beim. Warte mal, ich schau grad nach. Oh ja, der Same Akkogon 3
75, der hat 75 PS. Ach hier, der im Spiel. Der ist beim Standardspiel ja dabei. Ja, also wobei, wenn die den T3, das ist ja im Endeffekt ein T3. Ja. So, jetzt probiere ich da rauszukommen noch. Gut, wenn du Lust hast, kannst du sortieren ein bisschen die Stämme dort. Ja, ich bin so grad selber hier. Oder gleich aufladen nachher, falls du Zeit hast. Weil ich komme dort sonst, glaube ich, nicht mehr hinein irgendwie. Machen wir gerade selber erstmal Platz, aber dann kann ich dir gleich helfen. Aber ich finde das cool. Skandinavisch ist echt so ein Thema, was kaum bis jetzt da ist. Und ich gucke mir ja eigentlich fast alles an, zumindest von den Bildern her. Und was mir von den Bildern her dann zusagt, das schaue ich mir dann auch nochmal in-game an. Aber ich finde, das, was die ganzen Let's Player teilweise machen, die ganzen Informationsvideos, das ist so unnötig. Weiß nicht. Ich habe überlegt, ob ich das mache, so noch mal eine Woche vor Release, wenn eigentlich, sage ich mal, 95% draußen ist, aber nicht jede Woche ein 3-Minuten-Video, das finde ich auch. Zwei Maschinen vorstellen und dann nur mit Bildern, wo so eigentlich nichts teilweise siehst. Ich muss auch sagen, früher hat mich das nicht so aufgeregt, aber mittlerweile regt es mich ein bisschen auf, wenn Leute einfach komplett irgendwas erzählen, wo es eigentlich gar keine, also wo du direkt merkst, das ist Quatsch und da gibt es eigentlich gar keine Beweise für. Oder ja. Weiß nicht. So. Vielleicht lege ich da eh noch ein paar Stämme von der Seite gleich. Oder so Sachen, wo du dann, ja, wieso machen die neue kleine Geräte? Wir spielen doch wieso mit großen und sowas. Genau. Und wieso das bringen die Pflüge dazu und. Ja, wobei Pflüge, naja. Ja, Pflüge hat schon. Ja, was. Ich möchte Pflüge. So nicht verstehen, aber es gibt halt ganz viele, die Pflüge überhaupt nicht irgendwie in die Spiele brauchen. Ja, Pflüge hat. Es ist. Es gehört auf YouTube, dazu. Auf das YouTube habe ich noch keine. Also du hast, glaube ich, auch nie gepflügt, oder? Doch, habe ich schon das ein oder andere Mal, aber sehr selten. Ich habe mal bei diesem Landwirtschaft Random, was ich vor anderthalb Jahren gemacht habe, vielleicht kannst du dich dran erinnern, habe ich ja 10 Folgen oder so, jedes Mal auf einer anderen Map und so, jedes Mal eine andere Aufgabe, da habe ich mal gepflügt, da habe ich auch mal Mist gestreut und so mit Mistmord, das war geil. Ja, und sonst aber auf die Rivers hast du, glaube ich, noch kein einziges Mal. Nee, habe ich nicht. Ich glaube, in meinem ersten Let's Play habe ich mal gepflügt. Feld 1 haben wir da unten, glaube ich, gepflügt. Mit 3 großen und einen kleinen. Da kommt also jetzt der ein geiler Pflug dazu. Die Kanten gemacht, was? Da kommt jetzt ein geiler Pflug. Beim 15er. Ja, da kommt der richtig große, der 12 Schaden. Oder ist er sogar noch größer? Ich weiß nicht, wie groß er ist genau, aber der. Ja, da halt von der Animation her im Endeffekt, wenn ein echt, der urviel Hydraulikzylinder in echt, weil der kompliziert zusammenklappt. Und sich auch kompliziert dreht, weil der auf verschiedene Ebenen sich drehen muss. Da bin ich gespannt, wie der nachher wird. Weil sie ja doch schon beim Titanium DLC gezeigt haben, dass sie auf Animationen jetzt viel mehr Wert legen als früher. Ja, und generell muss ich auch sagen, die Abkipp-Animation, ich weiß nicht, ob du das bei dem ausführlichen Video von mir zum LS15 bei Gamescom gesehen hast. Das dauert ja 30 Minuten. Wurde übrigens von irgendeiner inoffiziellen Farming-Simulator-Seite zum besten LS15-Video bis jetzt gewählt. Okay, cool. Habe ich auch irgendwie nur so zufällig erfahren. Wie viele Aufrufe hat das jetzt schon? Keine Ahnung, 10.000 oder so. Okay, dann ist nicht ganz so viele wie die anderen, weil es halt wegen der Zuschauerbindung ist es wahrscheinlich bei 30 Minuten. Bisschen schlechter gelistet, aber damit sind viele eigentlich relativ glücklich mit dem Video, weil es halt wirklich, und das war auch mein Ziel, ich wollte nicht irgendwie speziell was zeigen, ich wollte einfach mal ein bisschen Gameplay dazu zeigen, weil ich glaube, das wäre auch das, was mich im Moment am meisten interessieren würde. Ich sag mal, die News sind wieso raus und dann. Und die Maschinen sind raus, halt. Ja, wenn man drauf wartet, dann möchte man, glaube ich, auch einfach mal ein bisschen einfach das Spiel sehen, ohne die ganzen Sachen, die neu sind, sondern einfach mal anschauen, wie schaut es im Moment aus. So. Sortierst du die jetzt? Ich leg da immer Spitze rüber, schon wenn du das gesehen hast. Teilweise. Ja, ich mache hier erstmal meine Seite, damit ich ein bisschen hier rumfahren kann. Weil hab grad noch relativ wenig Platz. Weil ich leg da einfach mal einmal ordentlich wird. Schau da halt, dass die irgendwie die Spitzen nachher haben. Ich schaue eh, dass ich es halbwegs hinleg da drüben gleich. Das nicht. Sie werden zwar auf meinen Stämmen liegen, die was ich brauche, aber es geht halt nicht besser gerade. So, und dann machen wir mal wieder einen Check seit langem. Oh, der hat nicht funktioniert, was gelegt hat. Ja, ich habe nämlich Malheur gehabt.
Weil ich hatte ihn nicht richtig im Greifarm zugedrückt und hat er angefangen zu hüpfen. Da kriege ich jetzt nicht mehr hin. Egal. Nehmen wir halt den einmal weg. Gehen wir den guten hinüber. Aber das ist so krass, ne? Es gibt jetzt fast 3 Monate vor Smod. Ich glaube, wenn der Part hier kommt, naja, nee, warte, er kommt. Also in 3 oder 4 Tagen sollte es dann 3 Monate vor Smod geben. Das ist heftig. Echt, so lange hat man drauf gewartet und jetzt gibt's den einfach schon so lange. Ja, die letzten 2-3 Monate sind überhaupt schnell vergangen. Ja. Wieder mal. Wobei ich ja im Sommer, ehrlich gesagt, kaum Videos gemacht habe. Ich habe im Frühling, Herbst richtig, im Frühling eigentlich viel gemacht. Mai, Juni. Mit Spinters Doppelfolgen, dann Forstmann Doppelfolgen, da hatte ich ja teilweise 7 Videos am Tag. Und jetzt im Moment mache ich ja 3. Also das ist ein großer Unterschied. Jetzt, da greife ich die dann nicht mehr, das kann es nicht sein. So, fahren wir mal ein komplett und stelle ich mich da ein bisschen auf die Seite rüber. So, aber ich würde sagen, wir machen dann im nächsten Part erst weiter. Und vielleicht haben wir dann noch ein paar Neuigkeiten oder ja, reden wir ein bisschen weiter so, was wir so immer reden. Bis dann, ciao Leute. Yo, ciao.